Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anders als in westlichen Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes. Liebe Arina D., ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt immer so stehen und das zeigt, die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Und das ist die Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen, dann dein Zuhause, hier ist die Erde. Dann auch Arbeit, Gesundheit, Partnerschaft, dann Wandlung, Transformation, Ausland, Reisen, Spiritualität, Öffentlichkeit, Zielerreichung, Berufung, Freundschaften, deine Hoffnungen, deine Wünsche und Geheimnisse des Lebens oder die Ursache an etwas zu erforschen, erkennen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was sich aber ändert, das bist du und du bewegst dich im Leben und du befindest dich immer wieder in einer 7-Jahren-Periode. Das heißt, alle 7 Jahre hast du andere Themen, was für dich wichtig ist oder Einflüsse, anderen Einflüsse von außen. Du befindest dich gerade im Widder-Periode hier. Die Tierkreiszeichen Widder prägt in die kommenden Jahren dein Leben und das bedeutet mutig zu sein, Kraft zu zeigen, dich behaupten, dich zu wehren oder auch mal etwas Neues beginnen, was dich gerade begeistert. Und in diesen Widderperioden kommt immer wieder Neuigkeiten, Veränderungen im Leben. Ich möchte zu diesem Bild noch etwas sagen. Und das zeigt die tibetische Astrologie und für dich vermittelt, du bist außergewöhnlich, du bist charmant, du bist leidenschaftlich, du hast eine charismatische Ausstrahlung, du bekommst Ansehen und wenn du geduldig bist, dann verbessert sich deine berufliche, deine finanzielle Situation und Reisen haben eine große Bedeutung in dein Leben. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das schon richtig beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und das schauen wir an, weil das löst etwas im Horoskop aus. Mai 2019. Ich starte mit Pluto, weil Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto bewegt sich hier im Schütze und aktiviert deine Wohnsituation. Auch Themen, wenn du etwas gründen möchtest, wenn du Basis, Fundament brauchst in dein Leben und Pluto zeigt, sei davon überzeugt, das ist der Fokus. Und lenk deine Aufmerksamkeit, alles oder nicht, setz das auf eins. Natürlich kann bei diesem Pluto-Einfluss Veränderung sein in deine Wohnsituation. Neptun bewegt sich im Wassermann und aktiviert bei dir den Lebensbereich Arbeit, dein Alltag zu bewältigen und Gesundheit. Neptun zeigt, hör auf deine Träume, leb deinen Traum.
lebe deine künstlerische Begabung und glaube daran. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich hier im Widder und zeigt, wie wichtig das ist, einiges loslassen, verändern, Abschied nehmen von etwas, weil dadurch verändert sich etwas in dein Leben. Saturn befestigt etwas. Bei Saturn-Einfluss haben wir oft schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Und Saturn befindet sich hier im Schütze und wirkt auf deine Wohnsituation. Ketu, diese absteigende Mondknoten, was die alten Karma bedeutet, alte karmischen Erinnerungen. Ketu befindet sich auch hier im Schütze ganzes Jahr und auch Jahr 2020. Und aktiviert hier karmischen Themen, weil dieser Mondknoten bewegt sich auch. Und Rahu bewegt sich zurzeit in Zwillingen und zeigt, du sollst jetzt in diesem Weg gehen. Das ist momentan für deine Entwicklung sehr wichtig. Und das ist Öffentlichkeit, Zielerreichung, Berufung. Jupiter befindet sich im Skorpion und da sind Chancen, Möglichkeiten, dich zu behaupten, auch bei Verwandten, auch bei Konkurrenten. Und die Gespräche nehmen zu und zeigt auch deine Weisheit, das Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Schulungen, Seminar, Medien. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung. Mars bedeutet auch der Mann und befindet sich hier im Stier und aktiviert bei dir den Bereich Reisen, Ausland. Und entweder setzt du dich ein für eine Reise oder in spirituelle Richtung oder hast du eine Begegnung im Ausland oder machst du Urlaub mit deinem Partner. Venus ist die Liebesplanet, das ist die weiblichen und zeigt dich als Frau. Aber bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, bei Transit kann auch auslösen, dass du mit diesem Venus-Einfluss verschönerst etwas oder bringst etwas in Harmonie oder bist du kreativ oder hast du Kontakte mit anderen Frauen. Venus ist in Fischen, aktiviert bei dir Thema Partnerschaft und Venus ist auch die Liebesplanet und das ist sehr aktuell am Mai. Merkur ist das praktisches Wissen, Wissen aneignen, Wissen vermitteln, ein Austausch, Kommunikation und auch Terminen oder Verträgen. Merkur ist auch hier in Fischen, das kann eine Nachricht sein und das trifft dein Liebesleben. Sonne zeigt die Monatsthema, da fließt die Lebenskraft, die Lebensenergie und das ist hier im Widder und das heißt Transformation, die amtlichen Themen oder ein Erbschaft in Ordnung bringen. 4. Mai ist Neumond hier im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über die Themen, was die 8. Lebensbereich betrifft. Transformation, Wandlung, Loslassen, Investitionen, die Finanzen in Ordnung bringen oder Erbschaft. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist. Und das spüren wir auch, diese Spannung. Und das erlebst du hier im Krebs. Spannung in Freundeskreis oder in einer Gruppe bedeutet auch, dass du Wünsche hast und in diesem Tag fangst an daran zum Zweifeln. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas und da sollen wir dahinschauen.
Und das ist hier im Waage und bedeutet Werte, Besitz und Finanzen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock wieder Spannung. Und das bedeutet Spannung mit Kindern oder Erinnerungen in deine Kindheit und löst Unsicherheit aus. Oder du möchtest etwas gestalten, in Form zu bringen, bist du kreativ, möchtest diese Lebensfreude genießen und das klappt in diesem Tag nicht. Juni 2019. Venus ist im Widder. Und es handelt sich hier um die Liebe, aber auch deine weibliche Energie. Und das heißt, glaub an die Liebe und lass solche Gefühle los wie Zweifel, Unsicherheit. Im achten Lebensbereich handelt es sich um Sexualität auch. Das könnte auch ein Thema sein in diesem Zeitpunkt. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Reise, Bildung, Spiritualität mit Merkur-Energie, die Gespräche, die Kontakten. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir noch nicht so handeln, nicht stürmisch vorangehen oder wir müssen noch etwas überprüfen oder abwarten. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Rückläufigkeit hat auch oft mit Vergangenheit was zu tun. Erinnerungen, alten Themen kehren zurück oder Begegnungen, alte Kontakte. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier im sechsten Lebensbereich, wo um die Arbeit geht. Natürlich kann das bedeuten, dass du lebst deine Kreativität. Ich habe gesagt, Neptun ist der Planet der Künstler und kommen die Erinnerungen, oft karmischen Erinnerungen und das zeigst du auch. Oder du möchtest dein Träume leben beruflich und du hast das Gefühl, das ist so schwierig, das klappt nicht. Dann warte noch auf den richtigen Moment. Und halte das alles noch zurück. Aber bleib in diesem Glauben, dass dein Traum wahr wird. 3. Juni ist Neumond im Stier. Rückzug, Meditation. Überlegen, wohin geht die Reise. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Das ist Nervosität, Spannung. Es ist wichtig, den Rückzug, die Ruhe bewahren. 17. Juni ist Vollmond in Skorpio. Das wird ganz und voll beleuchten. Und das sind hier die Themen Verwandtschaft, Nachbarn, diese Kontakte oder Schulungen oder etwas lernen oder Medien. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Dann zweifelst an die Liebe oder Spannung mit Partner. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Ketu ist die absteigende Mondknoten und aktiviert alten karmischen Themen. Saturn ist der Hüter der Karma, auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und die treffen sie sich. Mit anderen Worten, Pluto und Saturn befinden sich genau in diesem Knoten. Und aktiviert Vergangenheit, aktiviert karmische Themen. Juli Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Monatsthema ist Berufung. Und die Venus-Energie bringt dir Glück, unterstützt dich bei Selbstständigkeit, zeigt deine Kreativität, kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person hilft dir dabei. Wenn das um Respekt geht und Ansehen, natürlich die Venus, dann die Liebesenergie, dass du das auch bekommst, dieser Kompliment, dieser Respekt.
Mars und Merkur ist im Krebs. Und hier handelt es sich um Freundschaften, Gespräche mit einer männlichen Person. Oder wenn das um dein Wünschen geht, dann ist möglich auch, dass dein Wunsch ist dieser Mann, und mit Merkur-Energie lernst du in dieser Vorstellung bleiben oder im Vertrauen, dass Nachricht kommt mit diesem Mann. 8. Juli wird Merkur rückläufig, und das bedeutet, die Termine gehen nicht voran. Ein Vertrag sollte man überprüfen oder gerade mit dieser Mars-Energie. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit und du bekommst ein Nachricht. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit. Was sind deine Ziele? Wie erreichst du das? Wie bekommst du Anerkennung? Was möchtest du veröffentlichen? Und wo liegt deine Berufung? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das ist ein unsicheres Auftreten, Halbmond, Spannung, Nervosität kann auch bedeuten, dass jemand nervt dich oder etwas nervt dich in diesem Tag. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und das aktiviert deine Wohnsituation. Das sollst du beleuchten, überlegen, aber kommen auch karmische Themen, Erinnerungen. Auch die Frage, wo ist mein Zuhause überhaupt? 25. Juli ist Halbmond im Fischen, Zweifel an die Partnerschaft oder Spannung mit dem Partner. August. Merkur ist in Zwillingen, das handelt sich um Gespräche bezüglich auf die Arbeit, das kann auch ein Vertrag bedeuten oder dass du Seminare hältst, stehst im Mittelpunkt oder du veröffentlichst ein Buch, ist auch möglich. Und Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Liebe im Freundeskreis oder deine Sehnsüchte, deine Wünsche, handelt sich um die Liebe, Mars und Venus, die sind die Liebesplanet und Monatsthema ist auch deine Hoffnung, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier. Es geht alles voran, also die ganze Kommunikation, Gespräche, Schulungen, Seminaren, Medien, da bewegt sich einiges, hast du Chancen, Möglichkeiten. 12. August ist Uranus rückläufig, hier, wenn das darum geht, dass du etwas verändern möchtest und bist dabei alles auflösen, dann dieser rückläufige Uranus zeigt, überleg das nochmal, etwas sollst du doch bewahren, befestigen. Du musst nicht von allem verabschieden. 1. August ist Neumond im Krebs. Nachdenklich zu sein über deine Wünsche oder nachdenklich zu sein, wen kannst du in deinen Freundeskreis, Bekanntenkreis vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen. 7. August ist Halbmond im Waage. Es handelt sich um Werte, Finanzen, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema ist Kreativität, Kinder, schöpferische Energie, Lebensfreude. 23. August ist Halbmond im Widder, die Unsicherheit mit Ämtern, oder die Fragestellung, was sollst du bewahren? Oder hast du etwas, was du doch festhalten möchtest? Manchmal sind das die Gefühle, was uns behaftet wie Angst. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier Rückzug, Meditation
Und dieser Neumond wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, die Sterne, die Könige. Und das ist das Herz der Löwen. Und die Herzensangelegenheit ist wichtig. Aber Rückzug, Nachdenklichkeit, dein Herz öffnen wie eine Schatztruhe. Was ist da drin? Was liebst du? Hobby, Berufung, Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung, Natur, Familie, Freunde oder Liebe, Partnerschaft. Und erstmal das Verinnerlichen, was ist das genau? Und dann als Ziel setzen. Oktober. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwen. Aktiviert karmische Themen, aktiviert die Bereich, wo im Geheimen liegt, aber auch Rückzug. Und hier sind auch die geheime Feinde. Und wenn das hier mit Mars und Venus handelt und bei Merkur Energie um Gespräche, kann bedeuten, dass jemand erzählt ihre oder seine Liebesgeheimnis. Oder wenn du Geheimnisse hast, dann sollst du schweigen. Wenn Sonne da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das weitergetratscht ist. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert die Richtung, ändert sich etwas im Schicksal. Und das trifft dich hier in Wohnsituation. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Spannung mit Verwandten oder im Internet oder Medien. 14. September ist Vollmond im Wassermann, das bedeutet Thema, Arbeit, Pflichten, Alltag, Gesundheit. Genau da hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung im Reisen oder in spirituelle Richtung, wo du dich neu orientierst. 28. September, Neumond im Löwe, Rückzug, Schweigen, Nachdenklichkeit. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Thema ist Liebe, Partnerschaft und die Sonnenenergie zeigt deine Ausstrahlung. Du hast diese Liebesenergie, was du dann ausstrahlst. Deine Persönlichkeit ist auch die Monatsthema. Auch dein Äußeren, da ändert sich vielleicht in dieser Zeit etwas. Neue Haarschnitt oder Abnehmen oder neue Kleider. Und Merkur ist im Waage, hat mit Besitz, was zu tun. Das kann bedeuten, dass du Seminare hältst oder ein Buch veröffentlichst und kommt da Geld rein. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit Finanzen was zu tun. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für Schulungen oder für Bücher, für Bildung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond ist Spannung. Und das ist in Wohnsituation, kann auch bedeuten, dass alle so nervös sind und du brauchst die Ruhe und ziehst du dich zurück in deine vier Wänden oder eine kleine Reparatur in Wohnung oder Haus. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, beleuchtet Thema Partnerschaft. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen hier oben. Das ist keine gute Zeit, in die Öffentlichkeit zu treten. Man hat das Gefühl, man wird übersehen oder Spannung im Beruf. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. In diesem Tag ist besser zurückhaltend sein. November. Mars ist im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt in dieser Zeit, dass du Kraft zeigst oder kommt Sport, Bewegung. Ist auch möglich, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf deine Persönlichkeit oder dein Aussehen. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist die Finanzen und Werte.
Merkur und Venus ist im Skorpion Gesprächen mit einer weiblichen Person und es kann jemand sein von Verwandten. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Das ist möglich, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und hilft dir, deine Träume verwirklichen, was die Berufung betrifft. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung mit Kindern oder Erinnerungen, all das, was mit Tränen verbunden sind. Oder bist du kreativ, möchtest etwas gestalten, schöpferisch sein und diesem Tag klappt das nicht. 12. November ist Vollmond im Widder, beläutet Thema Loslassen, Wandlung, ämtlichen Themen, Investitionen, Finanzen. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung im Freundeskreis oder wenn du deine Wünsche, Hoffnungen hast, in diesem Tag zweifelst du daran. 26. November ist Neumond im Waage. Halte das Geld zurück oder mach die Buchhaltung, sei nachdenklich, was die Finanzen betrifft. Dezember. Jupiter übergeht im Schütze, bleibt auch ganzes Jahr im Schütze, bringt dir Chancen, Möglichkeiten, Glück, wohnlich etwas vergrößern, verändern. Mars und Merkur ist im Waage und das heißt, entweder Gesprächen mit einer männlichen Person über Werte, Besitz und Finanzen. Oder dass du dich durchsetzen musst, was die Finanzen betrifft. Und hier musst du Gespräche führen oder handelt sich um einen Vertrag. Venus ist im Schütze und das heißt Glück in Wohnsituation. Jupiter ist die große Glück, Venus ist die kleine Glück oder mit Venus Einfluss ist auch möglich, dass du verschönerst etwas zu Hause. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist die Kontakt zu Verwandten, Nachbarn oder wie kannst du dich behaupten gegen Konkurrenten oder Schulungen, Bildung, Medien. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und das heißt Spannung in die Arbeit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, beläutet Thema Reisen, Spiritualität. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe und das heißt Nervosität, Spannung, dann halte dich zurück, sei im Rückzug. Kann auch bedeuten, dass jemand im Rückzug ist und das bringt dich aus der Ruhe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze Nachdenklichkeit über deine Wohnsituation. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das heißt, entweder hast du Kontakt mit einer männlichen Person in deiner vertrauten Umgebung oder über Internet oder dieser Mann ist von Verwandten oder Nachbarn. Kann auch bedeuten, dass du hier dich behaupten musst und dich durchsetzen gegen Konkurrenten, Konkurrenzkampf. Sonne, Merkur ist im Schütze, Monatsthema ist dein Zuhause mit Merkur-Energie kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst oder dass du einfach im Rückzug bist und lernst etwas oder schreibst ein Buch oder liest du ein Buch. Venus ist im Steinbock und das ist deine Kreativität und Lebensfreude.
Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Themen sind Kinder, Lebensfreude und Kreativität. Venus und Merkur ist im Wassermann und das bedeutet kreative Arbeit, Gespräche oder Seminare, Schulungen oder Wissen vermitteln, Bücher schreiben. Kann auch bedeuten, dass du im beruflichen Umfeld mit einer Frau Kontakte, Gespräche führst oder einen Vertrag unterschreibst. Möglich ist auch, dass du hier Arzttermin hast. Immerhin handelt es sich im sechsten Lebensbereich auch um Gesundheit. März 2020. Mars übergeht im Schütze. Und das heißt, du setzt deine Kraft ein in deine Wohnsituation oder eine kleine Reparatur oder eine männliche Person besucht dich zu Hause. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Arbeit, Gesundheit mit Merkur, Energie, Gesprächen, Terminen, Verträgen. Und Venus befindet sich im Widder. Hier kommt eine Art Wandlung, was die Liebe betrifft, oder deine Weiblichkeit ändert sich, oder Thema Sexualität wird wichtig sein. Und April. Wir bleiben noch bei März. Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock. Und die bleiben ziemlich lang im Steinbock. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger, aktiviert Themen Kinder, die schöpferische Kraft, die Lebensfreude, deine Kreativität. Und Saturn belehrt dich gerade in diesem Leichtigkeit zum Kommen und Pluto zeigt, konzentrier auf dem Wesentlichen. April 2020. Venus ist im Stier und das bedeutet, eine Reise genießen oder die Spiritualität oder Kontakt mit einer Frau von Ausland oder in spirituelle Richtung. Du hast hier ein Venus-Wiederkehr, weil in deinem Geburtshoroskop befindet Venus auch hier. Also das aktiviert deine Geburts-Venus und das ist auch Thema wie Liebe, Liebe im Ausland, Liebe zum Reisen oder Liebe zum Spiritualität oder Verbindung zum deiner eigenen Weiblichkeit, aber auch Verbindung zum anderen Frauen. Sonne und Merkur ist in Fischen und das heißt, Monatsthema ist Partnerschaft bei Merkur-Energie, Nachricht, Gesprächen, Kontakt. Liebe Arina D., so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.